Eine für alle im Vierer. Also, es scheinen die vier Musketiere zu sein, die sich hier den letzten Titel dieser Europameisterschaften angeln wollen. Und pünktlich zum letzten Rennen kommt jetzt hier sogar die Sonne raus. Auf Bahn 5 Deutschland. Und natürlich, es ist immer der große Zweikampf gegen die Ungarinnen, die auf der Bahn 4 direkt darüber starten werden. Und hier haben wir sie vorne, Caroline Leonhardt aus Mannheim, dahinter Nicole Reinhardt aus Lampertheim, die Potsdamerin Katrin Wagner-Augustin dahinter und ganz hinten, da sitzt die neue Tina Dietze. Direkt unter den Deutschen dann die Polinnen, Großbritannien, auch Rachel Cawthorn hat ja vorhin schon eine Medaille gewonnen. Auch sie hat sich jetzt also ganz schnell in den Vierer begeben. Das machen ja einige Sportlerinnen, den Einer fahren. Dann haben sie noch genug Zeit, um in den Vierer zu wechseln. Das erste bzw. das letzte Boot der Konkurrenz. Und es ist das deutsche Paradeboot, natürlich das schwarze hier in der Mitte auf Bahn 5. Olympiasieger bei den letzten vier Olympischen Spielen. Alles andere als der Titel wäre für sie eine Enttäuschung, auch wenn mit Tina Dietze eine neue hinten im Boot drin sitzt. Der Start für sie ganz wichtig. Da wollen sie schon mal ein bisschen Platz zwischen sich und die Konkurrenz bringen. Und das hat funktioniert auf den ersten Metern. Caroline Leonhardt mit ganz viel Schlaggefühl führt sie dieses deutsche Boot. Und hinten die 21-jährige Tina Dietze, die ein bisschen der Motor sein soll. Davor Katrin Wagner-Augustin. Und auf Position 2, da sitzt Nicole Reinhardt, auch sie ja schon Olympiasiegerin in diesem Boot. Und ja, auf der 200-Meter-Marke sehen wir, sie sind vorne und sie bestimmen dieses Rennen. Im Moment kann keiner mithalten. Der Blick über die Schultern der Zuschauer, die natürlich jetzt noch einmal richtig mitgehen mit diesem tollen deutschen Boot. Was sind das für Bilder? Der Vierer ja immer der Höhepunkt einer Veranstaltung. Und sie liegen weiterhin vorne. Ganz klare Führung für das deutsche Boot. Dahinter die Ungarinnen und Polen auf Rang 3 im Moment. Und sie fahren das locker und leicht nach Hause. Caroline Leonhardt, Nicole Reinhardt, Katrin Wagner-Augustin und Tina Dietze holen diesen zweiten Titel des heutigen Tages für die deutsche Mannschaft. Und auch wenn es der erwartete Sieg war fürs Paradeboot, so freuen sie sich trotzdem genauso ausgepumpt. Katrin Wagner und Tina Dietze da hinten. Für sie ist es der erste Titel